Auf der Nebelinsel, auf der der Elfenmagier Ciri versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnten ihr Wiedersehen nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kaer Morhen, wo ihre Freunde sie bereits erwarteten. Auf ihrer hartnäckigen Verfolgung der Hexerin erreichte die wilde Jagd schon bald Kaer Morhen. Eine erbitterte Schlacht entbrannte und die Verteidiger wären wohl alle verloren gewesen, hätte Ciri nicht ihre magischen Kräfte unter Beweis gestellt. Deren Ausbruch war so intensiv, dass sie die wilde Jagd zum Rückzug zwangen. Doch der Krieg hatte gerade erst begonnen. Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben leider in der letzten Folge einen guten Freund von uns verloren. Vesemir, unser Mentor, unser Trainer, der älteste von den letzten Hexern des Wolfsclans. Und er möge in Frieden ruhen. Und es war tatsächlich sehr, sehr viel Action in der letzten Folge. Auch viel Gemetzel, kann man nicht anders sagen. Und jetzt gilt es an uns, die wilde Jagd endgültig auszuschalten, sie zu finden, zu jagen. Nun gut. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Na gut, und das heißt, wir sollen mit Avalak sprechen, um zu wissen, was wir als nächstes tun sollen. Und deswegen machen wir uns jetzt... Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gern. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge. Okay, und wir wissen ja, dass Philippa Eilhardt tatsächlich versucht, eine neue Loge ins Leben zu rufen. Und mir missfällt die Idee doch sehr. Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln! Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lass mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Ja, ich gebe dir tatsächlich voll und ganz recht. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden.
Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Okay, also brauchen wir wohl doch noch mehr Verbündete im Kampf gegen die wilde Jagd. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Zirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Ich kenne mich mit Vanillepudding zwar nicht aus, aber für mich geht nichts über Lamberts selbstgebrauten Fusel. Wird mich wohl nicht umbringen. Ich probier mal. Versuchen sie ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Puh, ist sehr stark. Vielleicht versucht ihr es mit einer anderen Methode. Wir haben mindestens 20 probiert. Mach dir nichts draus. Du musst nicht alles können. Du bist gut mit dem Schwert und mit dem Bogen. Überlass die Magie den Magiern. Ja, schenk noch einen ein. Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich hab die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Woher weißt du das alles? Von Imlerit, dem Sabbat? Avalach. Er hat mir von unseren Jägern erzählt. Er sagt, Wissen allein macht den Unterschied. Komm, wir reden unterwegs.
Ich halte das für keine gute Idee. Warte, bevor wir gehen, muss ich dir noch etwas sagen. Du weißt, dass der Kaiser dich unbedingt finden wollte. Yennefer hat so etwas gesagt. Er wollte, dass du ihn besuchst. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil das deine letzte Chance sein könnte, deinen Vater zu sehen. Meinst du, ich sollte gehen? Oh Gott. Ja, das soll sie für sich entscheiden. Da möchte ich mich gar nicht einmischen. Das musst du selbst entscheiden. Aber ich will deine Meinung hören. Soll ich gehen oder nicht? Wenn das die letzte Chance ist, ihren Vater zu sehen, vielleicht. Ja, dann sag doch noch mal Hallo zu dem. Er will bestimmt nur mit dir reden. Woher weißt du das? Was, wenn er mehr will? Er hat mir versprochen, dich zu nichts zu zwingen. Dann sollte ich gehen. Er ist dein Vater. Büsima liegt auf dem Weg. Wir können ja vorbeischauen. Yep. Bereit? Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahnenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Finde ich eine gute Entscheidung, aber ich halte die für zu riskant. Ich bin mal gespannt. Kaiserliche Hoheit, Geralt von Riva und... Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Königin von Sintra, Prinzessin von Brugge und Herzogin von Sodden, Erbin von Ines Arzgellig und Ines Ansgellig und Suzerän von Atre und Abjara. Gewöhn dich dran. Schon bald wird jede Seele von Nilfgaard bis zu den Drachenbergen vor dir niederknien. Ich hätte nicht gedacht, dass du dein Wort hältst, Hexer. Ciri wollte hören, was ihr zu sagen habt. Und das wird sie. Deine Belohnung. Yeah, ein Topf Honig. Ich bin nicht gekommen, um eine Belohnung zu holen. Ihr habt verlangt, dass ich eure Tochter herbringe. Und hier ist sie. Ciri, hört euch an, dann gehen wir. Bist du sicher? Du müsstest nie wieder durch Abwasserkanäle warten und Monster jagen. Das ist mein Beruf, hallo? Ich bin sicher. Ich verstehe. Die Ehre hindert dich daran, Geld zu nehmen. In diesem Fall wartet ein Hengst auf dich in den Ställen, ein reinrassiger Nilfgaarder. Nimm ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke. Und jetzt verzeih. Ich will mit meiner Tochter sprechen. Folge mir, Herr. Weißer Wolf, gut dich zu sehen.
Hallo, General. Du hattest keine Probleme, den Ponta zu überqueren, oder? Nein. Ich nehme an, du bist über die Furt bei Banglian gekommen. Gut, dass du nicht durch Rinde gereist bist. Dort geht's noch immer drunter und drüber. Radovid will die Front im Westen durchbrechen. Aber er wird keinen Erfolg haben. Wir werden dort wieder für Recht und Ordnung sorgen, ehe die Prinzessin Kaiserin wird. Ciri hat noch nicht zugestimmt. Ja, natürlich. Sie ist sehr taktvoll und feiert kein Angebot, das noch nicht ausgesprochen wurde. Aber dieses kann sie nicht ablehnen. Wieso denn? Wirklich nicht? Kennst du etwa irgendjemanden, der nicht gerne Kaiser von Nilfgaard wäre? Ich? Kannst du dir das vorstellen? Ich dachte, nur die weinvernebelten Köpfe von Barden und Poeten würden solche Geschichten hervorbringen. Die verlorene Tochter des mächtigsten Herrschers in der Geschichte des Festlands kehrt am Vorabend seines endgültigen Triumphs zurück, um ihr Erbe anzutreten. Einfallspinsel lieben solche Geschichten. Genau wie sie Prinzessinnen lieben. Grazil und schön, die... Geralt, wir brechen auf. Wie schön, dich zu sehen, meine Holde. Ganz meinerseits. Wir brechen auf. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Ich hoffe, wir können uns bei Gelegenheit mal unterhalten. Ich nicht unbedingt. Und? Wenn er denkt, er könnte mich kaufen, hat er sich geschnitten. Hat er dir was Besonderes angeboten? Ja, was sehr Besonderes. Und sehr Absurdes. Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Zumindest jetzt nicht. Ich dränge dich nicht. Wann du willst. Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann, ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem kahlen Berg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Okay, also sie war auch echt nicht erfreut nach dem Gespräch. Aber ich glaube, wir haben richtig gehandelt. In dem, was wir an Angeboten angenommen haben und welche nicht. Oh, das ist, glaube ich, der Berg, bei dem wir unser Pferd damals befreit haben. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Die Bauern hatten Angst, herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Ja. Nach dem Tod seiner Frau hat er sich erhängt. Seine Tochter ist in Novigrad. Eine Schande. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen. Wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe, meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Okay. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf dem Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Ich hoffe, ich war auch ein guter Lehrer, also Geralt, so, ne?
Okay, aber ich möchte eigentlich gerne dann auch eine Rechnung begleichen, und zwar die mit den Mumen. Die haben es nämlich echt langsam verdient, mal so richtig einen auf den Latz zu kriegen. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlarit. Okay. Die Bauern in Belen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Oh, okay. Soll ich schießen? Er hat mal den Höllinnen gedient, aber... Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Da ist aber ein bisschen zippig, ne? Dieses Fest. Worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ja, irgendwie hat er ja recht. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja. Denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Okay, mit Panik im Blick und vor Furcht. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr.
dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt okay. Huch. Hoppala. So, das ist ganz praktisch, dass hier noch ein Schmied ist. Da ist er. Kann ich noch mal ein bisschen Krempel verkaufen? Zeig mir, was du anzubieten. So, denn wir haben doch ein bisschen was aufgehoben. So, das gelbe Zeug hier mal wie immer auf. Oh, die muss ich mir mal angucken hier. Oh, die sollten wir doch eventuell anziehen. Ich habe das Gefühl, dass wir bald wieder bessere neue finden. Was? Ach, der hat kein Geld mehr. Dann soll er mich erstmal reparieren. Na komm, machst du mal alles. Dann hat er nämlich ein bisschen Geld mehr. Diesen Knüppel hier. Oh, was habe ich jetzt verkauft? Ich habe es nicht gesehen. Das war jetzt ein bisschen doof. Egal. Wie viel Platz haben wir? 65 von 160. Ja, das sollte erstmal reichen. Wir bleiben auch erstmal so, wie wir sind. Bis dann. Obwohl. Was denn? Ich möchte etwas anfertigen. So, und zwar kann der, zum Beispiel die Armbrust wäre natürlich mega. Ja, 65% mehr Schaden und alles. Kann der die denn? Die könnte ich tatsächlich jetzt einfach... Ach, die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig, okay. Bolzen, da fehlen mir die Zutaten. Okay, der kann so gut wie gar nichts eigentlich, was für uns interessant wäre. Oh, doch, hier könnte er ein Schwert herstellen, welches viel zu niedrig ist für uns. Nee, das ist ja alles nix. Nee, ich glaube, von dem profitieren wir leider nicht so sehr. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal unsere anderen Händler besuchen. Unsere besseren Handwerker. Bis dann. Naja, war ja ganz interessant, da mal kurz reinzugucken. So, das heißt, wir gehen jetzt zu Thekla. Achso, und vielleicht sollte ich, das habe ich schon lange nicht mehr getan, einfach mal zwischenspeichern. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da, aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich.
Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden, zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir suchen einen Elfen namens Imlirit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Okay. Ich glaube, dass wir da... Wie nett. So, aber ich glaube, wir werden doch ein paar Tricks verwenden müssen, um hochzukommen. Aber das ist schon ein cooles Fest, was die hier feiern. Und ich hoffe, dass wir vielleicht Hilfe von unserem Geist kriegen, von dem eigentlichen Waldgeist. Wohin deswegs? Guckt mal da! Hoffentlich haben sie viele Geschenke. Eines Tages können wir uns richtig satt essen. Keiner von euch ist würdig. Es klart auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm, vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Ich glaube nicht, dass ich sie begleiten darf. Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben. Und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Wow. Und jetzt bring mir die Münze. Was für ein Test. Der Hammer. Okay, und ich bin ein bisschen... Was ist los? Irgendwer kommt. Ich bin ein bisschen misstrauisch, was die ganze Geschichte angeht. Oh, Prophezeiung der Edline. Interessant.
Ich bin ein bisschen misstrauisch, was die Mumen angeht, dass die sich nur junge Leute holen und die Dame, die die Leute auswählt, die zu den Herrinnen dürfen, unbedingt Leben in sich haben Was müssen. ist los? Naja. Sprung! Irgendwie. Hui! Okay, ich vermute, dass die Kollegen hier. Einen Moment, ich muss mal kurz hier auf die Armbrust wechseln. So, ich hoffe, ich komme noch mit dem Sauerstoff aus. Das könnte jetzt interessant werden. Ah, ich glaube, da oben ist Luft. Jawohl. Okay, ich muss aber trotzdem nochmal zurück. Denn uns fehlt immer noch die Münze. Jetzt. Ah, verdammt mich doch. Stirb. Geralt, einfach weiter schwimmen, bitte. Der zweite Schuss war komplett unnötig. Den habe ich nicht mehr verlangt. Okay, da ist die Münze. Sehr gut. Und schnell wieder zurück. Achso, ich kann auch hier wieder raus. Ich fand jetzt die Höhle eigentlich interessant. Komm, wir gucken uns das mal hier ein bisschen an. So. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was hier noch so versteckt ist, weil vielleicht gibt es hier einen verborgenen Schatz. Die Felsen waren gerade ein bisschen komisch, die haben mich verwirrt. Komme ich hier hoch? Muss doch irgendwas sein. Das muss sich doch irgendwie lohnen, dass ich jetzt hierher gegangen bin. Oder eben nicht. Ich komme hier auch nirgendwo hoch, irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich das hier wegsprengen kann. Nein. Und hier rein komme ich auch nicht. Nein, ich vermute, dass die Höhle für einen späteren Ausstieg gedacht ist. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Oder? Achso, das ist der Ertrunkene, den wir da an der Wasseroberfläche treiben haben. Naja, gut. Okay, das war jetzt echt nicht so die Riesenprüfung. Da war ja die Prüfung der Krieger noch besser. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Oder ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Das kommt mir jetzt erst. Oh mein Gott, das wäre ja fatal. Das ist vermutlich echt nur ein Ablenkungsmanöver, um mich loszuwerden. Oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, hier ist eine blöde Münze. Gute Dame, alles Huhn, alle Zibbe. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Ah, ich bin extrem misstrauisch. Ich glaube, das ist nicht so cool. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Der Letzte der Auserwählten wird nun den Gipfel erklimmen, um den Herrinnen zu begegnen. Möge das Fest beginnen. Oh. Ja, wo muss ich denn hier hoch? Achso, der Dame vielleicht folgen. Au, au, au! Was ist los? Ja, lauf zu, Marika. Komm. Oh, oh, oh. Ich ahne Übles. Ich habe echt keine Lust hier
in eine Falle zu tappen, aber ich glaube, genau das passiert gerade. Also so einfach kann ich es einem ja nicht machen. Und es gibt ja auch mehr Hexer als wie mich. Naja, wir werden sehen. Okay. Ist Ciri bei uns? Ja. Direkt hinter uns quasi. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Bitte was? Ja, das ist die Falle. Oh, ein Dämon vermutlich. Ich arbeite mal hier mit Verlangsamung. Ui! Hatte ich wohl recht. Mit Feuer meine ich nicht viel bei dem. Aua, aua, aua. Ich brenne aber selber gerade. Gib ihm, Ciri. Gib ihm Saurus. Jawoll. Komm. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit. Du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt, wir spielen nochmal. Nope. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Du auch. Ja. Ich muss da runter. Okay, wir dürfen wieder als Ciri spielen. Dann würde ich aber in diesem Sinne sagen, setzen wir unseren Rachefeldzug in der nächsten Folge fort. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Ansonsten sehen wir uns spätestens morgen in der nächsten Folge von The Witcher 3.